Da habe ich allem hingewählt. Mein Traum ist zu meiner Welt geworden. Der Weg daher war alles andere als einfach. Ich habe klein angefangen und mich von den Amateuren zu den Profis aufgekämpft. Fabio, was geht da jetzt durch den Kopf? Jetzt genießen wir das, wir haben es verdient. 90 Punkte, ist wirklich eine unglaubliche Sache. Und wie gesagt, die Burschen sind heute brutal gewesen und von draußen. Ich bin wirklich stolz auf alle, wir haben es verdient. Wo geht die Party hin, wo hört sie auf? Ich weiß nichts, ich weiß leid, dass wir heute Vollgas geben werden, als, weil wir verdient sind. Wir werden heute total ausschalten. Hallo, was geht? Damit herzlich willkommen oder ganz neu auf meinem Kanal. Ihr seht schon, es geht rein in eine ganz, ganz, ganz wilde Karriere. Ihr dürftet es eventuell im Intro schon gesehen haben. Wir starten eine Karriere mit einem Serie B-Verein. Hier kriegt ihr kurz mich zu sehen. Ich denke, ich habe mich ganz gut getroffen. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Das Aussehen ist nicht so weiter. Johannes Karnes geht auf eine neue Reise. Und diesmal gehen wir raus aus Deutschland und springen in die Serie B. Wir gehen nach Italien. Es ist ganz wild. Es wird eine ganz, ganz andere Geschichte. Und zwar nutzen wir hierfür. Der ein oder andere kann sich vielleicht schon denken am Intro der ganzen Geschichte. Zum FC Südtirol. Zum allerersten Mal in die Serie B aufgestiegen, spielt in Bozen, steht für die komplette Region Südtirol. Wir haben hier ein Transferbudget von 3,812 Millionen, das ist nix. Vereinswert 10 Millionen, perfekt. Aber ich werde diese Reise wagen. Wir haben hier einen Verein, in dem Italienisch, Deutsch gesprochen wird. Das ist super geil. Gegründet wurde der Verein 1995 und ist jetzt zum ersten Mal ganz nah an der Spitze. Natürlich habe ich mich ein bisschen informiert und habe gerade nachgeschaut, wie es denn eigentlich mit dem Stadion etc. geht. Es passen 5.500 rein. Das ist ja eine ganz verrückte Nummer. Ja, ich denke, das dürfte am besten passen. Natürlich soll das Stadion auch seinen richtigen Namen bekommen. Drusus Stadion. Eine ganz wilde Nummer. Kein Plan, warum das so heißt. Aber das machen wir natürlich. Das soll ja hier alles realitätsgetreu sein, mal abgesehen von meinem Trainermodell. Drusus Stadion des FC Südtirol. Ja, 4.800. Je nachdem, wenn man aufsteigt, kann man dann auch mal sich nach einem größeren Stadion umschauen. Aber in erster Linie geht es darum, die Klasse zu halten, glaube ich. Ist ein wirklich, wirklich kleines Stadion, aber das ist völlig egal. So, wir haben alles eingestellt. Auch die Sitzfarben und die Farbe des Stadions an sich haben wir natürlich auf die Vereinsfarben des FC Südtirol angepasst. Also ich habe jetzt auch die Einstellung ein bisschen geändert. Wir machen 4 Minuten Halbzeitlänge, Schwierigkeitsgrad ultimativ, falls es mir zu stark sein sollte. Verzeiht mir das bitte, dann werde ich es noch ändern. Ja, wir haben strenge Verhandlungsherde. Das soll hier keine leichte Sache sein. Übernahme gibt es natürlich keine. Transfermarkt im Sommer ist aktiviert. Europäische Wettbewerbe natürlich auch. Und dann gehen wir rein. Let's go. Ja, das ist das erste Mal, dass ich hier dieses neue Menü sehe. Ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Sieht ganz gut aus. Und wir schauen natürlich als allererstes mal auf die Mannschaft, wie sie denn da steht. Was haben wir denn hier? Ja, okay. Vielleicht ist das auch genau die richtige Herangehensweise. Ich glaube, ich werde erstmal nicht so viel ändern. Wenn wir dann im zweiten Jahr sind, kann man vielleicht auf eine offensivere Variante gehen. Ich sehe schon, wir sind eigentlich gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Wir haben schon nahezu viele Spieler an der 70, also 69, 69, 67. Defensive extrem gut. Auch der Angriff kann sich durchaus sehen lassen. So, ich habe mir jetzt mal ein bisschen die Mannschaft nochmal angeschaut. Ich habe es jetzt erstmal so hingestellt. Muscati hat den besten Defensivwert. Den werden wir auf jeden Fall auch noch zum ZDM machen. Das ist völlig klar. Und mir ist aufgefallen, wir haben nur Italiener in der Mannschaft. Bis auf Vinotto. Der ist Franzose. Alles andere sind einfach alles Franzosen.
Italiener, es ist so wild. Das ist in erster Linie mal die Mannschaft. Wir sind tatsächlich auch richtig breit aufgestellt, obwohl es nach wenigen Spielern aussieht. Das Einzige, was wir eventuell brauchen, ist vielleicht einen anderen Torwart. So, wir schauen natürlich auch mal kurz auf die Jugend. Wir haben hier schon auf jeden Fall zwei Leute, die wir abgeben können. 42er Rating, Hilfe. Aber wir haben natürlich auch durch die Ultimate Edition ein Top-Jugendtalent. Der Junge ist 17 Jahre alt und hat schon eine 68. Da steht außer Frage, dass der auf jeden Fall mal zum Profi befördert wird. Den können wir direkt hochholen. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Scouts. Die sehen wirklich nicht so geil aus. Den hier werde ich auf jeden Fall gleich mal zurückholen, weil der hat nur 2 Sterne und das ist halt echt nichts. Wir schicken den hier dann auch woanders hin und den schicken wir erstmal los. Ich würde sagen, wir gehen in unser Land, nach Italien. Alex Carasso, 3 Sterne Einschätzung, 3 Sterne Erfahrung, komm, 250.000, das ist okay. Den können wir mal noch mit dazu nehmen. Und ich würde sagen, wir schicken den nach Deutschland. Ich glaube, den einen oder anderen Deutschen kann man da schon zu uns holen. Auch die Aufträge habe ich ein bisschen angepasst. Wir suchen nach zentralen Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld, Stürmer. Dann haben wir jede Position, das ist natürlich auch gut, Torwart und defensives Mittelfeld. Das sind so die ersten Aufträge, die wir haben. Also da die Mannschaft echt gut aufgestellt ist und wir auf jeden Fall auf Jugendarbeit setzen, werde ich hier Zarko Babic holen für 2 Millionen. Der hat 4 Sterne. Den 5 Sterne können wir uns leider nicht leisten, aber ich denke, damit fahren wir auf jeden Fall gut. Kostet zwar eine Menge, aber passt schon und den hier werde ich dann abgeben. 2 Sterne Einschätzung ist einfach zu wenig. Ich würde sagen, wir schicken den hier dann auch direkt los und zwar in unser Heimatland, ist ja völlig klar, nach Italien für erstmal 3 Monate und dann schauen wir weiter. Was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, sind die Ziele des Vorstands. Wir haben hier Nachwuchs niedrig, okay, interessant, sehr niedrig Markenpräsenz, sehr niedrige Erfolge und Finanzmittel, perfekt. Beende die Saison mit einem Gewinn von 10 Millionen, alles klar, das ist ja nichts. Also ich stecke mir da andere Ziele, aber hey, dann soll es halt so sein. Ich würde gerne aufsteigen, nämlich, also nicht direkt, aber irgendwann. Also ich habe jetzt noch mal ein bisschen in der Teamzentrale geschaut. Wir haben auf jeden Fall auch Spieler, die schon echt alt sind. Unser Kapitän zum Beispiel ist schon 36 Jahre alt. Auch hier der Kollege ist schon über 30. Caretta, also das ist natürlich eine schwierige Nummer. Aber was soll's, wir haben hier eine Aufgabe und die wollen wir auf jeden Fall auch annehmen. Der Angelo, weiß ich nicht, kommt auf jeden Fall mit auf die Bank. Das ist völlig klar. Da machen wir gerade lang rum. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir da jüngere Spieler dann noch mit ins Boot holen. Haben ein bisschen die Entwicklungspläne angepasst. Falls sie euch interessieren, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann kann ich sie euch natürlich gerne zeigen. So, aus gegebenem Anlass schauen wir natürlich mal kurz auf die Transfers, ne? Es kam direkt ein Angebot für der Angelo. Den gebe ich aber nicht ab. Oh, sogar noch ein Spieler mit dazu. 2,35 und José Gragera. Ja, das machen wir aber nicht. Ich will erst mal gucken, wie sich die Mannschaft so macht. Wir haben 3 Leute auf der Transferliste, Vineto, Eklu und, wir haben noch einen anderen, der kein Italiener ist, perfekt. Und Odugwu. Ihr seht es natürlich auch hier, die Wunschliste ist noch relativ leer. Ja. Ich brauche natürlich auch von euch dann gerne die ersten Vorschläge für Spieler. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einen Torwart. Wir gucken auch mal, was bei den ersten Scouting-Berichten so mit rauskommt. Lasst mich gerne eure Meinung wissen. Ihr dürft natürlich gerne Teil an dieser Karriere sein. So, wir haben das erste Angebot für Vineto. 310.000. Perfekt. Ja, ich denke, das passt. Den können wir abgeben. Nehmen wir an, der FCSB. Keine Ahnung, wer das ist. Wir haben auch ein Angebot für Muscati. Da möchte ich aber noch ein bisschen abwarten und schauen, was so bei den Scouts rauskam. Ah, okay. Hier sehen wir jetzt auch zum ersten Mal diese wilde Szene. Das ist so verrückt. Mich hat's echt schon verrissen, wie er seine Koffer packt. Ja, hau rein. Mach's gut. Wir sehen uns. Okduwu, oder wie er heißt. Hau rein und hab eine schöne Zukunft, mein Freund. Hä, wir bekommen sogar eine Bewertung für den Deal. Lol. Finanztipp. Du hättest 30.000 mehr Gewinn machen können, wenn du in den Verhandlungen energischer... Okay. Ja gut. War ein schlechter Deal. Perfekt. Danke. Es war gar nicht Odokwu, sondern es war Fauté oder Foton, sowas, ja. Wir gehen jetzt hier rein in die Verhandlung. Da hier das die erste Verhandlung ist, nehme ich euch natürlich mit. Wir schauen, 330.000 ist das Angebot. Wir wollen natürlich mehr. Wir können bis zu 350 oder so hoch. Wir gehen auf 375. Gucken mal, was die Kollegen hier sagen. Spannung steigt. Okay, ja, dann gehen wir mal einen Tick runter auf 350. Komm, sei nicht so. Kollege. Ja, das nehmen sie an. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Transfer durchgeht, was die dann
über den Transfer sagen. Das hat mich gerade echt ein bisschen... Also wow. Oh wow. Mich hat es gerade interessiert, wann es hier eigentlich losgeht. Und wir starten erst Ende August. Das ist ja so verrückt. Hilfe. Da sind wir absolut in der richtigen Liga. Ey, in der Bundesliga ist immer ganz kritisch und in der dritten Liga auch. Wir haben Empoli und Torino in unserem Testing. Ja, moin. Also wir haben einiges an Zeit. Wir werden dann mal vielleicht die ersten Spiele hier simulieren. Dann seht ihr mal, wie sich die Mannschaft schlägt. Ich natürlich auch. Aber wir haben dann noch ordentlich Zeit. Das heißt, wir werden dann erst in der nächsten Folge in die ersten Spiele starten. So, wir haben noch den dritten Scout, Luciano Grassi. Ich würde den mal nach Österreich schicken. Da würden wir doch bestimmt auch den einen oder anderen finden, der auch in unserem Preisbudget liegt, ne? Wir haben jetzt auch die ersten Scouting-Funde. Ich habe hier mal zwei Kollegen, Idrissa Touré und Claudio Gomez, die beobachtet werden. So, und auch der Scout, der sich in Deutschland befindet, ist unterwegs. Wir schauen mal ganz kurz. Wir brauchen unbedingt einen Keeper. Mal gucken noch kurz, was hier sich so im Mittelfeld befindet. Wir schauen uns die ganzen Kollegen natürlich mal an, weil wir sind hier noch ziemlich blind. Andreas Müller kann man sich auch mal angucken. So, und der nächste Transfer wurde vollzogen. Rafael Odogwu geht. Ist wieder F. 10.000 mehr, oh Mann, gute Kadertiefe. Okay, Alter, krass, man bekommt hier alles mit auf den Weg gegeben. Fühl ich ja echt. Nice, aber wieso war das ein schlechter Deal? Verstehe ich nicht. Da werden wir auf jeden Fall, ach, der ist ja ausgeliehen. Ah, wie dumm. Wir haben jetzt einige Scout-Berichte. Grill ist ausgeliehen, der wäre perfekt gewesen. Es tut echt weh. Ja, wir haben hier einige interessante. Müller auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schreibt eure Meinung zu dem gerne rein. Ich würde den eigentlich echt gern holen. Hat eine 68, 1,7 Millionen Wert. Aber auch Kerber. Der ist halt zwei Jahre jünger. Und auch Patrick Sontheimer von Viktoria Köln sieht nicht verkehrt aus. Die zwei, na, sind halt schon fast zu alt. Ah, schwierig, schwierig. Lasst eure Meinung dazu gerne da. Mich würde es echt interessieren. So, dann ist es soweit. Unser erstes Spiel steht an gegen den FC Empoli aus der ersten Liga. Natürlich jetzt auch wieder ganz, ganz wild. Hier gibt es einen neuen Ding. Höhepunkte spielen, nur Angriff spielen. Das war mir nicht klar. Aber wir gehen hier in eine schnelle Simulation oder in eine Simulation. Ich entscheide mich ganz spontan in eine Simulation. Schauen uns das Ganze an. Für euch gibt es natürlich die Highlights, dass wir auch mal sehen, wie die Jungs hier abliefern. Und dann soll es mit der ersten Folge auch schon gewesen sein. Ja, das sieht bisher echt gut aus, was die da machen. Sehr schön, Jungs. Super gespielt. Ja, und da ist es 1-0. Caretta, Junge. Ganz starkes Ding. Bam. Wir sind mit Führung, Alter. Was geht? Also bisher sind wir absolut die dominierende Mannschaft. Oh Gott. Krokatia, was war das denn? Alter. Aber wir sind so gut unterwegs. Wir sind so, so gut unterwegs. Die erste Hälfte gehört komplett uns bisher. Das ist ganz, ganz stark, Jungs. Ganz, ganz stark. Oh mein Gott. Wir sind, glaube ich, auf einem richtig guten Weg und haben noch keinen einzigen Transfer getätigt. Ecke, komm, was geht bei Ecken? Ja, gar nicht mal so schlecht. Boah, ich bin gehypt. Ich bin so gehypt, Jungs. Ich bin so unfassbar gehypt. Ja, wir bleiben einfach mal drin. Was geht? Okay, es geht gar nichts. Aber es dürfte jetzt in die Halbzeit gehen. Und ich werde jetzt komplett tauschen. Baldanzi hat sich verletzt. Ich werde jetzt komplett tauschen. Wir haben 75% Ballbesitz. Jungs, wir sind einfach jetzt schon in Macht. Perfekt. Also, ihr seht schon, wir haben alles gewechselt, was ging. Wir geben den Leuten natürlich hier Spielzeit, das ist völlig klar. Vorbereitungsturnier ist genau dafür auch gedacht. Vielleicht können wir hier tatsächlich den ersten Sieg gegen den Erstligisten mitnehmen. Das wäre natürlich richtig verrückt. Ja, es sieht wieder gut aus. Oh. Rover, spiel doch deinen Ball ab. Mann, du echt. So, jetzt kommt Empoli auch mal, aber wir verteidigen es auch gut. Wir machen ein allgemein richtig, richtig starkes Spiel. Das ist echt ein bisschen überraschend. Oh, und jetzt in der 84. Minute kriegen wir den Ausgleich. Ja, Mann. Aber wir brauchen uns hier nicht verstecken, so wie das aussieht. Ganz, ganz stark bisher. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt kriegen wir bestimmt noch eins. Ich kenn's doch. Karrieremodus in FIFA. Du spielst das ganze Spiel. Ah, okay, alles gut. Alles gut. Und ich glaube, jetzt dürfte der Ref dann auch bald abpfeifen. Das ist schon die 90. vorbei und wow. Wow, Jungs, das nenne ich mal einen starken Auftakt. Unverdientes Unentschieden, aber einen Punkt geholt im Vorbereitungsturnier gegen einen Erstligisten aus der Serie A. Wow, ganz, ganz stark. Mit dem Blick auf die Mannschaft werden wir jetzt diese Folge auch beenden. Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge. Wir brauchen einen Keeper auf jeden Fall und über
jüngere Spieler würde ich mich auch nicht beschweren. Ich werde nochmal bei dem guten Moisty, bei dem ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen könnt. Der hat ein paar junge Spieler vorgeschlagen, die man in seiner Karriere verwenden will. Ich schaue mir das Video mal an und gucke, was der gute Kollege zu sagen hatte. Und in diesem Sinne bin ich raus. Ich würde mich sehr freuen über eine Bewertung. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst gerne auch einen Kommentar da. Haut Vorschläge für Spieler in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu seid. Gerne auch die Glocke aktivieren. In diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao.